Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahn Schablippe, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Produktvorstellung. Heute möchten wir Ihnen einmal die RE420 der Firma Märklin und Trix genauer vorstellen. Wir haben ein wunderschönes Modell mit einer Sonderlackierung oder im Original Sonderfolierung im aktuellen Betriebszustand anlässlich 175 Jahre Schweizer Bahn. Bevor ich aber jetzt weiter auf das Modell eingehe, möchte ich erst etwas zum Vorbild sagen. Die RE420 ist eine Universalelektrolokomotive. Sie wurde ab 1964 gebaut und die ersten Maschinen wurden ab 2010 ausgemustert. Sie hat eine Dienstmasse von 84 Tonnen und 4 Fahrmotoren verbaut, die sie auf maximal 140 km/h beschleunigen. Die ersten Lokomotiven der RE44 wurden in grün ausgeliefert. Später gab es dann feuerrote Varianten. Außerdem gibt es eine TE-Lackierung des Swiss Express in Orange und Steingrau und es gibt noch eine SBB-Cargo-Lackierung und natürlich noch viele weitere von privaten Unternehmen. Das Märklin-Modell hat eine Sonderbeklebung oder Sonderlackierung. Wie wunderbar zu sehen ist, sie ist lupenrein gedruckt mit dem bekannten Tampon-Druckverfahren. Wir haben auf einer Seite das Schweizer Krokodil und auf der anderen Seite eine RE44 abgebildet und natürlich das 175 Jahre Bahn-Logo, was auch hier gut zu sehen ist. Das Modell hat einen Hochleistungsmotor verbaut, das 4 Achsen antreibt. Wir haben 2 Haftreifen verbaut und das Gehäuse ist komplett aus Metall. Deswegen wiegt das Modell 496 Gramm, hat also auch ordentlich Zugkraft. Und wir haben einen MFX Sounddecoder mit umfangreichen Soundfunktionen verbaut, einen Schweizer Lichtwechsel mit weißem Rücklicht und einem roten Zugschlusssignal, was man umschalten kann. Außerdem haben wir eine Führerstandsbeleuchtung und eine Maschinenraumbeleuchtung verbaut. Wir haben an Zugriffsteilen 2 Schürzen mit dabei. Wenn man eine Originalkupplung abbauen möchte und originalgetreu fahren möchte, kann man die abbauen und eine Originalschürze mit anhängen. So sieht das Ganze noch etwas vorbildgerechter aus. Aber jetzt habe ich genug geredet, jetzt möchten wir das Modell einmal in Aktion sehen. Durch die Verstaatlichung 5 großer Bahngesellschaften, die Schweizerischen Bundesbahnen.
In der Folge wob sich ein immer dichteres Schienennetz über die Schweiz, das auch heute noch genutzt wird. Immerhin weisen die Schweizer einen absoluten Spitzenwert bei der Bahnnutzung auf. Denn im Durchschnitt fährt jeder pro Jahr rund 1800 Kilometer mit dem Zug. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen viel Spaß mit dem Modell und mit dem Hobby Modelleisenbahn.